war das ein langer Tag. Gute Nacht, Jan. Schlaf schön. Danke, lieber Henry. Du auch. Alle Augen zugemacht. Wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Ja! Was ist denn? Hör doch mal dieses Geräusch. Das ist ein Krokodil. Ein Krokodil? Das glaube ich nicht. So hört sich doch kein Krokodil an. Da tropft doch was oder so. Ja, das weint das Krokodil. Was? Das sind die Tränen, die auf die Erde fallen. Warum weint denn das Krokodil? Keine Ahnung. Dann sollten wir wohl mal nachsehen. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Ah, es kommt von hier. Aus der Küche. Ach, dann weiß ich's. Das Krokodil weint, weil es Zwiebeln schneidet. Dabei muss man immer weinen. Guck mal, da ist was. Das muss das Krokodil sein. Vielleicht sollten wir es fangen und an die frische Luft bringen. Dann muss es nicht mehr weinen. Ja, am besten holen wir die Hängematte. Oh, das ist eine super Idee. Und dann werfen wir sie über das Krokodil wie ein Netz. Ja, genau. Ja. Eins. Zwei. Drei! Yeah. Oh. Hilfe, Hilfe, was soll denn das? Keine Angst, Krokodil. Wir wollen dich nur nach draußen bringen. Krokodil? Hä? Die Stimme kenne ich doch. Das klingt ja wie Mauli Maulwurf. Ja, ich bin es. Nun lasst mich endlich hier raus. Mauli, was machst du denn hier? Ja, und wo ist das Krokodil? Was denn für ein Krokodil? Ich war ganz alleine hier und hab nur das Stückchen Kuchen gegessen, was ihr für mich hingestellt habt. Ach, aber warum weinst du denn beim Kuchenessen? Ich wein doch nicht. Ich hab höchstens ein bisschen geschmatzt. So. Das war das Geräusch. Ach, das hab ich mir doch gleich gedacht. Jetzt bin ich aber auch ganz doll müde. Du auch, Henry? Ja, ja. Schlaf gut, Henry. Gute Nacht. Du, Jan, ich frag mich gerade, ob Krokodile überhaupt Zwiebeln schneiden können. Und können die überhaupt kochen? Was meinst du, Jan? 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 Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen. Das ist Kalli. Kalli kann auch nicht schlafen. Er war heute mit seinen Freunden im Schwimmbad. Die Wasserparty war ganz toll. Auch Wasserball mit Mareike und Peter. Aber der Ball war immerzu woanders und die andere Mannschaft hat gewonnen. Und für Kallis Mannschaft blieb nur das kleine Eis. Im Wasser braucht man wirklich mehr als viele Arme, um Ball zu spielen. Aber wer hat schon mehr als zwei Arme? Kraken können super schwimmen und haben 8 Arme. Mit 8 Armen kann ich jeden Ball werfen und fangen, sogar im tiefen Wasser. Deshalb möchte Kalli ein Krake sein. Und schwupps ist Kalli ein Krake und schwimmt durch wunderbar klares, blaues Wasser. Auch hier findet ein Wasserballspiel statt. Unterwasserball. Die Seepferdchen machen das ganz toll. Es steht 5-2. Die Pumpfische zeigen 3 Punkte Vorsprung für die Seepferdchen an. Hallo, darf ich bei euch mitspielen? Ich bin Kalli Krake. Die Fische möchten Kalli Krake mit seinen 8 Armen unbedingt als Mitspieler haben. Du kannst meinen Platz einnehmen, ich bin schon völlig außer Puste.
Also, Auswechslung bei den Fischen und das Spiel wird fortgesetzt. Kalli Krake rechts außen in Ballbesitz und stürmt nach vorn. Die Seepferdchen in arger Bedrängnis versuchen zu attackieren, doch Kalli Krake zeigt Ballbeherrschung und wirft auch noch und Tor, Tor, Tor! Es steht 5:3! Die Seepferdchen ihrerseits setzen zum Sturm auf das Tor der Fische an. Doch Kalli Krake zeigt auch hier, was man mit 8 Armen machen kann. Fängt und schickt den Ball und wirft ein Tor, Tor, Tor! Es steht 5:4! Der Jubel bei den Fischen ist unbeschreiblich. Wieder die Seepferdchen am Ball. Jagen über das Spielfeld, sind nur noch wenige Meter vom Tor der Fische. Doch was ist das? Ein ungewöhnlicher Spielzug von den Fischen. Und Kalli Krake stürmt unglaublich schnell und Tor, Tor, Tor! Gleichstand! Wer hätte das gedacht? Und die Fische sind völlig aus dem Häuschen. Die Seepferdchen greifen an. Die gesamte Mannschaft der Fische hat sich um Kalli Krake versammelt. Doch was ist das? Was ist das? Man erkennt nicht mehr, wer hier wer ist. Nur Kalli Krake hat den Überblick. Und Tor! Nein, doch nicht ins Ausgeschossen. Wartet, ich hole schnell den Ball aus dem Wrack. Aber die Fische wollen nicht, dass Kalli Krake in das Schiffswrack schwimmt. In dem Wrack, da wohnt die alte Muschel, die ist immer mies drauf und meckert nur rum. Lass uns was anderes spielen. Tja, Kraken, Kalli hat den Ball verbummelt, dann haben wir eben gewonnen. Das will Kalli Krake natürlich nicht. Ganz schön dunkel und unheimlich. Was hast du denn hier zu suchen? Du musst die Muschel sein, von der die anderen erzählt haben. Ich bin Kalli Krake und suche unseren Ball. Ich brauche keinen Ball, ich brauche ein bisschen mehr Licht hier. Ich kann nicht aus dem Wrack ziehen. Das schaffst du, kleiner Krake, doch nie. Na los, Kalli Krake, zeig ihr, was du kannst. Ei, ei, ei. Oh, bist du aber stark. So stark bin ich nicht, aber ich habe 8 Arme. Was soll denn die hier, frage ich mich. Die verbreitet doch nur miese Laune. Sie will doch nur mehr Licht. Ich schenk dir meine Perle, kleiner Krake. Das ist ja ein Superball. Los, wir spielen weiter. Zu spät. Wir müssen schlafen gehen. Unentschieden ist aber auch gut, ne? Ach, ich bin müde. Kalli möchte kein Krake mehr sein. Und schwupps liegt Kalli wieder in seinem Kuschelbett. Schlaf schön, Kalli.